Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier-Challenge. Jo. Ja, es hat sich immer noch nicht viel getan. Also Nabatea ist jetzt groß geworden. Also die haben jetzt ganz Nabatea eingenommen. Und das letzte Mal war es, glaube ich. Hier ist immer noch so ein Brennpunkt. Und jetzt hier sind auch nochmal zwei Armeen. Hier ist eine Armee, hier ist eine. Also, ja. Wir sind momentan, oder eigentlich das komplette Let's Play, komplett in einer. Ein komplettes Let's Play und komplett, ne? Mhm. Wir sind halt. Ja, die ganze Zeit in so einer defensiven Haltung, die nicht sehr förderlich ist, will ich mal so sagen. Okay, hier sind zwei. Einmal Partien. Wieso sind die Pater da drüben? Hä? Sind die hier rüber gegangen oder was? Da muss eigentlich sein. Okay, also die da werde ich dann auf jeden Fall benutzen, um hier Jerusalem wieder anzugreifen und hoffentlich zu erobern. Ich habe überlegt, bevor ich die Aufnahme starte, schaue ich ja nochmal ein bisschen rum, wo ich war und so weiter. Ich überlege auch, dass ich vielleicht eventuell die Armee, also dass ich die Nabatea erstmal in Ruhe lasse, hier einfach defensiv defensive Einheiten aufstelle und dann erstmal hier die Mediva, also die Orangenen, warte. Atropanen. Warte, wie heißen die denn? Atropanen, doch. Atropanen, gerade. Okay, dass ich erstmal die Atropanen hier rausschmeiße, weil die sind relativ klein. Das Problem ist. Das Problem ist, wenn ich das mache. Also, Moment. Mal kurz so also, strategischer Talk hier. Also. Wenn ich mit den beiden Armeen, also die da ist null und nichtig, die muss ich dann auch ausbauen. Wenn ich mit denen hier das da vernichte. So, dann ist der Nachteil. Also die da werden immer wieder anbumsen, die da auch. Dann brauche ich quasi hier eine Verteidigung und hier eine Verteidigung. Ist ja nicht so schlimm. Das Doofe ist aber, dass wenn mir das da dann noch gehört, dass das Partien viel mehr Fläche hat anzugreifen und die da vielleicht dann auch und die sind relativ weitläufig und hier, wenn ich hier ein Dorf habe, dann kommen ja alle zu diesem Dorf hin. Genau so. Die andere Überlegung ist, dass ich hier weiterhin defensiv bin und hier Nabatea erstmal, warte, das sieht man da nicht, Nabatea erstmal komplett vernichte. Vorteil bei Nabatea ist, dass die Städte hier relativ nah zusammen sind. Die haben auch nur drei, die haben auch nur vier, das ist auch nur einer mehr als die. Und hier habe ich den Vorteil, dass nur hier von Ägypten und hier von unten angegriffen werden kann. Ist natürlich auch wieder sehr weit auseinander, aber ich werde hier von denen geschützt. Müsste ich ja schauen, dass ich mit denen und mit denen auch ein Bündnis mache, damit die ein bisschen Pufferstatus haben. Pergamon müsste eigentlich auch mal ein bisschen hier aktiver werden. Das wäre mir ganz recht.
Okay, so wenn ich es jetzt so ansehe, also mit dieser diplomatischen Status-Ding, dann hat das hier eigentlich keinen Sinn. Wenn ich die da jetzt schon raushau, ich meine, hier ist alles rot. Also die sind alle Feinde. Das heißt, die hätten hier, hier und da und da und da und da. Also die haben überall dann, also die Angriffs... Grenze, also die Grenze wird viel größer, wo sie agieren können. Und momentan sind ja hier die Östlichen nicht so an mir interessiert. Und wenn ich immer weiter nach Osten vorstoße, sind die dann doch etwas interessierter. Beziehungsweise ich bin halt dann näher. Das ist gerade auch blöd, dass ich kein Geld mehr bekomme durch diese Schlumpfis. So. Ich bin hier hingegangen, weil ich glaube, ich dachte, das wäre eine feindliche, oder? Oder wegen denen da? Und also, Donner können die auf alle Fälle schlagen. Also, das ist gar kein Problem. Die da können die da retten. Das ist auch kein Problem. Wieso ist da jetzt eine Rebellenarmee? Ach, das ist doch doof. Das war echt bei minus 100. Eieiei. Ja nun, das ist dann auch noch ein Problem, was ich handeln muss. Ich nehme mal den da. Ja. Also mal schauen, wann der angreift. Also vielleicht wird sich hier das dann bis dahin ein bisschen klären. Das wäre vorteilhaft. Er könnte noch. Ja, nee. Ich will ein bisschen Geld noch für nächste Runde haben. Also ich verdiene ja jetzt kein Geld mehr, weil irgendwie 5 Armeen bei mir plündern. Entschuldigung, das war ein bisschen ein lauter Schlucker. Okay. Das könnte ich sogar. Komm, das mache ich mal. Das mache ich mal automatisch. Weil, also an sich die Elefanten, die rollen einfach drüber. Also gefährlich werden halt die Plänkler-Kavallerie. Aber da habe ich ja auch schon Katafrakte. Und also an sich könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich bei dieser Challenge wirklich alles kämpfen muss. Oder also, falls ihr solche auch sehen wollt mit 70%, normalerweise spiele ich die mit 70%, aber das da ist keine schwierige Schlacht. Also die Speerkämpfer, die ja, werden einfach zertrampelt, das ist überhaupt kein Problem. Die da haben auch nichts zu sagen. Und das ist halt nervig, die Kavallerie einzukreisen und also versuchen einzukreisen und dann wenn man es schafft, dann ist es easy, wenn nicht, dann ist es halt so eine Verfolgungsding. Dementsprechend mache ich das mal jetzt automatisch. Ja. Also die da haben kaum gekämpft, sondern eigentlich nur die und trotzdem haben wir gewonnen. Ich lasse sie mal frei wegen dem Geld.
Okay, das ist jetzt ärgerlich mit der. Das ist jetzt gut, dass die ein bisschen aggressiver wird. Man erhöht Störung, Unruhe stiften. Unruhe gesorgt. Natürlicher Tod, Politiker. Mission erteilt, überfalle die Siedlung oder folgender Fraktion Sargatien. Okay. Ach, die verwunden meine die ganze Zeit. So, okay. Bin mal gespannt, was die Wüstenwinde da unten machen. Das ist so typisch. Ich komme wieder nicht hier ran. Das ist so typisch. Okay. Ja, der fängt an, seine Leute zu pushen. Das ist natürlich nie gut. Was machst du denn? Du machst, warte mal, das ist ein Held, genau. Dann, warte mal, Nahkampfangriff für alle Einheiten mit Speeren. Okay, alles mit Speere. Habe ich ja rein theoretisch sehr viele, ne? Einheitsmoral, Ausstellung, Rekrutierung, Moral. Okay, wie sieht denn die Armee aus? Ah, das ist die. Okay, ja. Da kann ich ja das mit den Speeren pushen, weil das ist halt die Armee mit den sehr seltenen Hopliten oder Pikiniere. So, die Frage ist, warum die nicht dazu kommen. Die kommen, glaube ich, ja nur, wenn die angegriffen werden. Ja, nun, das ist natürlich negativ. Ich mache Getreidegrube wegen der Verstärkungsrate. Okay. Donner, was braucht Donner? Donner braucht. Also Meda braucht sie nicht, Akema. Hier. Agema braucht die eigentlich auch nicht, oder? Warte mal, was ist das? Leichte Kavallerie. Eine leichte Kavallerie habe ich noch. Schade, dass hier nicht steht, wie schnell die ist. Durchschnittlicher geringer Schaden. Schlechte Moral, schwache Abwehr. Also die leichte Kavallerie braucht man eigentlich wirklich nur dann, wenn man auf schwer spielt, also auf legendär. Weil dann kann man nämlich in den Gefechten kann man dann nicht normal rumschauen, sondern kann nur so weit sehen, wie die Einheiten sehen und kann auch die Kamera nicht frei bewegen. Ja, also das mit der Kamera finde ich wirklich das Blödste, weil es ist ja nicht schlimm, dass man nur so weit sieht, wie die Einheiten sehen, so ungefähr. Aber das ist schon sehr handicappend, so. Ich würde gerne noch zwei von denen reintun. Aber das geht nicht. Ich will halt auch nicht weg. Ja, komm. Ich nehme den da weg. Ich gehe mal hier raus. Warte mal, ich schau mal. Okay, ist noch positiv. Ich gehe mal mit denen raus und dann hole ich mir zweimal die Ritter. Du, was machst du?
Du wirst zum Kommandanten. Du bist relativ jung, ne? Ja, 44 ist jetzt nicht jung. Aber ich mach dich mal so. Die Frage ist jetzt. Was mache ich mit der? Also ich komme auf jeden Fall rüber. Oder pass auf, ich komme rüber. Ich komme rüber. Kann die natürlich nicht angreifen. Die Frage ist, ob ich die angreife. Also ohne die ganzen Fernkämpfer würde ich es machen. Aber so hat es wenig Sinn. Ach, jetzt ist es bei Minus. Das ist negativ. Aber wieso ist es bei Minus? Kannst du es mir mal vertellen? Instabilität der Sklavensteuer und kulturelle Unterschiede. Ach, die pushen gerade das Östliche hier. Nicht das Hellenische. Das ist natürlich unpraktisch. Soll ich hier in Palmyra noch ein... irgendwo brauche ich noch irgendwas Richtung Kultur. Ich könnte hier eine Adelige noch hinstellen nächste Runde. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, die habe ich vergessen. Verdammt. Okay, der flieht gerade. Der geht gerade dahin, wo ich nicht will, dass er hingeht. Junge, Junge, Junge. Aua. Das ist schlecht. Ups. Entschuldigung. Gut, das brauche ich tatsächlich nicht zu kämpfen, weil er hat zu viele Fernkämpfer. Also vor allem, also wenn er nur Steinschleuderer hätte, kein Problem, aber die Stammeskrieger, die rotzen halt meine Pikiniereinheit innerhalb von ein paar Sekunden weg. Das brauche ich nicht zu kämpfen. Gleich, ich hätte vielleicht eine Einheit oder so. Maximal zwei Einheiten, wenn der klug ist und reinreitet, hätte ich wahrscheinlich die zwei Kavallerie-Einheiten vernichten können. Aber das bringt nichts. Ja, der Armenier, der macht sehr viel, sehr, sehr viel mit seinen blöden Agenten und der ist immer erfolgreich. Es kommen da zwei, die nicht sehr lieb sind. Uiuiui. Ui, ui. Alter, die pushen ja jetzt echt rein. Ich wette, die kann ich trotzdem nicht angreifen. Edler Tod. Die Pflicht ruft Donner. Oh, der Donner ist gestorben. Also der Typ von Donner. Öffentliche Ordnung. Der ist gut. Der dritte ist gut. Minus Chance auf Kinder zu bekommen. Ich brauche Kinder. Der ist auch super. Mach ich mal den. So, Entwicklungs ist momentan, ich glaube, Militär bankrott. Also der hat mich jetzt ausgeraubt, oder? Der Arsch. Er hat's annulliert. Eieiei. Der hat mich jetzt tatsächlich ausgeraubt. Und hier. Okay, gut. Also. Wir haben viel zu tun. Nummer 1. Soll ich Jerusalem wieder einnehmen? Ja, ich glaube, das bringt nichts. So, also. Sowas nervt so extrem. Wenn der von hier nach da kommt und ich kann von hier nicht nach da. Das geht nicht. Oh Gott. Okay, gut. Antiaggressionstherapie, sage ich nur. Okay.
der da goes to this one. He goes. Die kann jetzt halt Pamira auch angreifen. Eieieiei. Ach, jetzt. Er will mir jetzt wirklich sagen, dass er hier nicht durch kann. Oh, das ist doch. Also sowas ist unnötig. Aber okay. Gut. Militäre Umsturz. Siedlung verloren. Okay, also das ist halt jetzt ein bisschen Problematiko, weil die können entweder hier hingehen oder die beiden angreifen. Ich überlege gerade, ob ich mich absichtlich in einen Hinterhalt locken lasse. Bis ich quasi hier schnell bin. Also quasi in Gewaltmarsch gehe. Hierhin gehe und die dazu verleite, mich anzugreifen. Nachteil ist natürlich die minus 25 Moral. Weil Kavallerie hat ja von Anfang an nicht sehr viel Moral. Ich stelle mich einfach mal hier hin und hoffe, dass ich angegriffen werde. Der da ist natürlich jetzt mega cool. Vor allem, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass er keine. Okay, das ist jetzt komisch. Das ist mir bisher noch nie aufgefallen. Weil normalerweise, wenn man eine Stadt. Ihr wisst schon. Also, belagert. Dankeschön. Dann ist es eigentlich so, dass man Verschleiß bekommt. Ist ja natürlich. Warum? Warum bekommt er keinen Verschleiß? Der ist hier schon, glaube ich, 4 Runden. Das ist hier natürlich jetzt auch nervig. Was habe ich da eigentlich? Siede. Okay, da habe ich Hoplitenkaserne. Das heißt, ich habe ein bisschen paar Männer mehr. So, sogar Bürgerkavallerie. Also da kann ich vielleicht ein bisschen was machen. Ja, ich weiß, dass meine Schatzkammer leer ist. Warte mal. Minus 15, minus 15. Minus 15. Knossos. Seid gegrüßt, mein Freund. Sprecht, und wenn es meinem Volk zugute kommt, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Oh, mein Freund, erspar... Naja, erspar mir eure Antwort. Gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit eurem Worte. Wo ist der Stolz eures Volkes? Von Wölfen gefressen oder Aasvögel weggepickt? Gold? Nein. Alter, was geht mit dir? Ach. Sprecht, mein Freund. Entlastet euch denn. Das ist gut. Ihr tragt mir ehrliche Bedingungen vor, die ich akzeptieren und an mein Volk. Ich stimme zu und bewundere eure Vernunft und klaren Verstand. Mein Volk wird. Okay, aber schon mal ein Handelsabkommen, das ist super. Okay, von den anderen brauche ich nichts zu erwarten. Gut. Ja, mal. Was passiert eigentlich? Ich war noch nie bankrott.
war noch nie bankrott. Gut, das werde ich jetzt kämpfen, und zwar aus folgendem Grund. Es war auch eigentlich klar. Warte. Nur die Musik ist gerade ein bisschen laut. Ist natürlich auch klar, wer da gewinnt, aber ich muss hier so viele Einheiten wie möglich behalten. Und wenn ich das automatisch mache, bekomme ich da einige Verluste, die ich vielleicht eventuell verhindern kann. Ist natürlich die Frage, ob ich es schaffe oder nicht. So. Die Steinschleuderer, der hat halt ultra viel Fernkampfkavallerie. Die muss ich irgendwie. Ich muss sie irgendwie in eine Falle locken. Irgendwie muss ich die in eine Falle locken. Okay, und die wird dann. Also, mein Plan ist es. Mach mal kurz Pause. Mein Plan ist es, dass. Ups. Dass die eben hier angreifen. Und dann. Sobald die mit allen hier drin sind, werde ich dann mit den Elefanten hier die Klappe zumachen. Mit der Kavallerie will ich hier dann pushen, wenn die fallen oder wenn oder ja, eben zur Verstärkung kommen, egal wo. Warte, ich werde hier mal bisschen vorgehen und hier so ein Quadrat machen. Da sind Steinschleuderer. Okay, das ist gut. Das ist super. Mach mal ein bisschen schneller. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Fängt er halt an, hier die Piken anzugreifen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Hier kommt Kavallerie. Du kommst hier hin. Das funktioniert sehr gut. Das funktioniert sehr gut. So, du passt hier auf. Und du. Angegriffen.
So, und du gehst dann hier rein. Bitte schnell. Mein Herr! Linken Infanterie zu euren. Gut, ihr kommt mal auch hin. Steinschleuderer! Sehr gut. Haltet sie fest. Gepanzerte Elefanten! Bereit! Gegen ihre! Gepanzerte Elefanten! Reitet sie nieder! Sehr schön. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, ich muss niesen. Uiuiui! Nö, Entschuldigung. Hab die Mute-Taste zu spät geklickert. So, sehr schön. Ihr habt eine wunderbare Arbeit geleistet. Ach, die da? Warum denn? Ich find's immer so lustiger, wenn die dann anfangen zu wanken und so weiter, wenn man schon gewonnen hat. So. Gut, also das war sehr erfolgreich. Also der ist sehr schön in die Falle gegangen. Das werden wir wahrscheinlich jetzt die nächsten Zweikämpfe genauso nochmal machen. Ja, das passt schon. Gut. Knapper Sieg fand ich gar nicht. Also 386, 277. Also wir haben 261 verloren von 972. Okay. Entschuldigung. Also ein paar haben wir schon verloren. Die Frage ist ja jetzt natürlich, wie die dann reagieren. Aber das werden wir in der nächsten Folge erst erfahren. Also vielleicht. Keine Ahnung. Was machen die? Keine Ahnung. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bye-bye.